Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal wieder ein Bild bearbeiten mit euch zusammen. Ich habe da schon ein Bild vorbereitet, was ich jetzt auch in Kombination mit Photoshop mal ausprobieren möchte, ob wir das vernünftig, ja, sage ich mal, rausgearbeitet bekommen, weil wir gehen einfach runter und ich zeige euch mal das Problem. So. Ihr seht ja die Kohlmeise, und zwar ist sie hier gerade im Abflug, und wie ihr seht, hier ist ein Ast, also von dem die Kohlmeise gestartet ist, mit im Flügel. Und ich möchte mal versuchen, mit Photoshop, mit der Beta-Version, das mal vernünftig rauszubekommen. Wir werden jetzt aber erstmal das Bild ganz normal bearbeiten und schauen dann einfach mal. Das Bild habe ich hier natürlich an meiner Fotostelle gemacht, nur mit dem 70-200, weil, wie gesagt, mein Objektiv leider noch in der Reparatur ist. Also fangen wir einfach mal an. So, Reset fangen wir mit an. Das lassen wir alles so. Wir stellen es auf warm. Das kennt ihr ja hier von mir, mein Reset-Paket. Gucken, ob wir es heller machen, dunkler machen. Ne, machen wir beides nicht. Obwohl, doch heller machen muss. Wie gesagt, bei meinem Preset-Paket achtet da immer drauf, dass alles vernünftig ausmaskiert ist. Ja, weil die KI da noch nicht so hundertprozentig ist. Ja, wie ihr seht, hier einige Teile sind hier nicht mit einbegriffen. So, deswegen malen wir hier jetzt das einfach mal ein bisschen nach. Ja, damit es da halt keine Probleme gibt. Farbabweichungen oder sonstige Sachen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, sonst habt ihr da nachher so komische Kanten, Lichtkanten. Und das sieht natürlich dementsprechend nicht schön aus. Ja, also so ganz ausgereift ist das hier halt noch nicht, dass ihr alles wirklich hundertprozentig erkennt. Ja, das war jetzt nicht so toll, aber egal. Ach, der eine C, oder wie man das beim Vogel nennt. Pfötchen bestimmt nicht. Das ist bei Hunden. Ach so, in der Materie bin ich jetzt natürlich nicht drin, dass ich das weiß. So, dann machen wir den noch mal ein bisschen kleiner. Ups. Da einen Punkt reingemalt. Ja, das ist halt immer wichtig, dass er sowas hier halt kontrolliert, um halt diese Licht ganz zu vermeiden. Jetzt haben wir hier natürlich eine Menge, die er mit reingemacht hat. Werden wir das mal eben auspinseln. Ich bin leider immer noch krank, aber geht schon etwas besser. Aber arbeiten muss ich trotzdem. Gnädigerweise habe ich zumindest den Vormittag jetzt zum Erholen frei. Entschuldigung. Um halt ein bisschen zu regenerieren. Ach. So, das hätten wir dann schon mal.
Dann gehen wir mal weiter durch. Wir nehmen natürlich warm. Auch warme Mitten. Und kühle Schatten. So, dann machen wir das Color Grading und unser HSL. Und dann suchen wir uns mal die vernünftige Belichtung raus. So würde ich sagen, ist das in Ordnung. Meine Güte. So, wir werden es auch ein bisschen beschneiden, das Bild. Damit er halt schön da rausfliegt. Wieder natürlich vergessen, vorher mal DxO drüber laufen zu lassen. Ja, ich predige immer meine Sachen, was ihr worauf achten sollt, und mache es dann selber nicht. Nee, nee, nee. So, würde hier noch ein bisschen nacharbeiten. Und zwar Pinsel. Machen wir mal ein bisschen größer. Natürlich mit weicher Kante. Reinmalen, also halt die schwarzen Stellen, die werden wir noch mal ein bisschen in den Tiefen anheben. Im Flügel selber müssen wir das nicht. So, dann schauen wir mal, was wir da noch gerettet bekommen. Das sieht schon wesentlich besser aus. Vielleicht noch die Belichtung hoch. Ja. Obwohl, das ist schon Tiefen, ja, zu viel. So würde ich sagen. Aber wie ihr seht, hier haben wir trotzdem noch leichte Schattierungen. Ja, der ist nämlich nicht alles hundertprozentig, wie ihr seht. So, noch ein bisschen kleiner. Ja, das ist halt das Problem hier, dass er das halt nicht alles richtig ausmaskiert. Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn das dann halt im Bild mit so Lichtsäumen sichtbar ist. Deswegen sollte man da vernünftig arbeiten. Hier drüber sind so tragisch. Damit kann ich leben. Zumindest so, dass die groben Stellen da übermalt sind, damit man das nicht sieht. So.
So, so sieht das schon etwas besser aus. Okay. Dann schicken wir das Ganze jetzt erstmal nach Foto AI. Und danach gehen wir dann nach Photoshop. Ja, wie ihr seht, hier leichte Säume haben wir hier immer noch. Ja, aber damit kann ich leben. So, dann bearbeiten in Photoshop Paper. Wieder eine Hintergrundkopie erstellen. Und dann wollen wir mal anfangen. Wir beginnen einfach mal ganz einfach mit dem Lasso Tool. Wir schauen einfach mal, was er macht. Hier werde ich mal nicht ganz so viel abschneiden wollen. Hier gehen wir mal ein bisschen grober drüber und schauen mal, was Photoshop hier draus macht. Wir werden es jetzt einfach mal entfernen. Von Hand ist das natürlich wesentlich schwieriger. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, also, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, sicherlich gibt es hier ein paar Probleme. Die können wir halt vielleicht mit dem Removal Tool entfernen. Wir werden jetzt hier einfach noch mal mit dem Entfernungstool noch mal drüber arbeiten. Mal gucken, ob das jetzt vernünftig macht. Jetzt hat das ganz rausgenommen. Naja. Und der hat einen ganz schön langen Fußnagel. Also so ganz hundertprozentig macht das halt nicht. Aber so ein bisschen nacharbeiten können wir da natürlich, um da halt die Probleme ein bisschen Herr zu werden. Gerade hier diese Schattierungen im Bild, die möchte ich dann doch schon ein bisschen sauberer haben. Oder hier, das etwas merkwürdig aussieht. Ja, dann halt hier dieses Problem, was ich eben gesagt habe. Okay, der Vögel ist hier halt nicht ganz so sauber, ne? Aber es sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. So, ja, dieser Buckel hier, ich weiß nicht, irgendwie sieht das auch nicht so echt aus. Ich werde den hier mal versuchen zu entfernen.
schon besser aus. Ja, also damit kann ich ehrlich gesagt leben. Das hier gefällt mir auch noch nicht so ganz. Ja, und dann haben wir eigentlich mit nicht ganz so viel Arbeit doch ein respektables Ergebnis geschaffen. Speichern die ganze Sache. So, legen noch eine leichte Vignette drüber. Mal schauen, wie das aussieht mit den Schärfen hier. Ist schon fast ein bisschen zu viel. Machen es mal rein. Details. Fahren wir hier mal ein bisschen zurück. Dann ist das okay. Und noch ein leichtes Rauschen hinzu. Und damit wäre das Bild fertig. Immer mal wieder nach oben. Ja, wie ihr gesehen habt, ist doch schon eine ganze Menge möglich. Sicherlich ist das noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Aber ich würde sagen, wenn das dem so wäre, wofür braucht man uns dann noch? Also das ist echt schon das, was damit machbar ist. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Bearbeitung gefallen. Und wie gesagt, falls ihr Interesse habt an meinem Preset-Toolkit-Paket, schaut gerne unten mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu Buy Me a Coffee mit dem Preset Toolkit Paket. Ja, und auch unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord Server. Da ist halt noch nicht so viel los. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da mit reinspringen würdet, damit wir da vielleicht eine kleine Community aufbauen können und uns austauschen, auch vielleicht mal eine Bildkritikreihe machen können, dass ihr da eure Bilder einsendet oder so. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, das soll es gewesen sein. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.